Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part und beziehungsweise auch gleichzeitig zu einer neuen Aufnahmesession. Es sind jetzt irgendwie 15.000 Jahre vergangen, nee, 5 Tage. Ja, und trotzdem bin ich wieder mit am Start. Ja, der Phil ist wieder mit am Start. Und ich stelle mir gleich mal eine Stoppuhr ein, damit wir hier das eintimen. Beziehungsweise wir machen immer ein Level in einem Part. Also, außer wenn der Level jetzt eine Stunde geht. Und du kannst gleich mal starten, Phil. Und wie gesagt, die Musik wird dann herausgeschnitten am Anfang eines Levels, wenn da die Schrift kommt. Und das ist ein bisschen scheiße. Und da können wir halt jetzt rüberladen oder das vorlesen, je nachdem, das werden wir sehen. Das hört sich schon wieder rein. Okay, ich finde hier gerade irgendwie die Stoppuhr nicht, Alter. Okay, es geht los. Ich bin auch gar nicht mehr hier im Spiel drin. Das ist ein Problem, aber trotzdem werde ich hoffen, dass ich nicht so hart fehle. Weil ich muss jetzt erstmal in die Steuerung reinkommen und so. Kennt ihr ja vielleicht. Wir haben schon 6,7% und wir spielen schon über eine Stunde, was natürlich auch normal ist bei 4 Parts. Da können wir eigentlich auch immer sehen, wie lang der Part gegangen ist, indem wir der Zeit abmessen, weil jetzt war eine Stunde. So, und wir haben ja das letzte Mal bei Ashard Ventress und bei General Grievous schon weitergemacht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir bei Count Dooku weiter. Ja, gut. Geonosis. Und wir schalten unser Mikrofon heute auch nicht aus, weil ja jetzt diese ich kann heute nicht sprechen. Diese Musik wird jetzt rausgeschnitten, leider von YouTube. Kann man nicht ändern. Und ja, ich könnte es jetzt vorlesen, Graf Dooku Kapitel 1, Schlacht von Geonosis, aber ich kann ja nicht lesen und deswegen wollte das lieber nicht alles. Ihr hört schon genug von meiner Stimme. Ja, wir werden es auch in dem nächsten Part mal so machen. Wir machen ein Level von Ashard Ventress, dann auch eins von General Grievous und dann eins von Count Dooku. Dadurch ist zwar die Story ein bisschen durcheinander, aber wie will, der kann sich einfach kann sich dann immer jeden dritten Part angucken, beziehungsweise manche Parts sind ja auch zwei. Also zwei. Manche habe ich geteilt, ein Level in zwei Parts, wie bei Part 3 und 4. Wir können es dann aber auch so machen, dass wir bei Ashard Ventress danach mal weitermachen oder. Ach, ja. Das werden wir sehen. Das ist alles spontan. Jetzt sind ja schwarze Streifen. Naja, egal. Hier sehen wir Mace Windu. Und ich höre mal wieder nicht den Ton, aber das ist nicht so schlimm, weil ich mir den Ton ganz schön vorstellen kann. Und weil ich eh schon den ganzen Tag voll getrönt werde. Sonst hättest du wieder Ohrwürmer. Und da ist mein... Oh nee, sowas kann ich nicht. Und wir müssen alle feindlichen Gebäude zerstören. Und ich bin jetzt der Grüne. Ich wechsle aber mal... Grün ist meine Lieblingsfarbe, aber ich wechsle zum Hochkopf, weil ich genauso aussehe. Ki Adimundi. Und ich sehe nämlich genauso aus, müsst ihr euch vorstellen. Das glaube ich aber Arman nicht. Wo bist du? Unsere sind die blauen, ne? Ja. Spielen wir jetzt gleich auch mit Minikits und allen so einen Scheiß oder machen wir jetzt einfach noch Bräuche? Na, Münzen sammeln können wir hier bei dem Level machen. Ich meine, sonst ist der Level ja vielleicht auch ein bisschen zu schnell für meinen. Also erstmal hier Münzen sammeln. Alter, ich habe eine blaue. Nice. Dafür brauchen wir die dunkle Seite der Macht. Dun, 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 dun. Achso, ja, wir können ja mal versuchen, hier die alle 10 von diesen Teilen zu sammeln. Das werden wir nicht schaffen. Wieso nicht? Also, wir werden hundertprozentig nicht alle 10 Minikits kriegen, aber wir werden... Nein, alle 10 von diesen komischen Teilen, die man da kaputt macht. Scheiße. Mongos! Ich fahr erstmal an der Grenze lang. Ich erinnere mich an den Level. Wow! Bist du jetzt schon alles zerstört? Was ist sonst? Haben wir keine andere Möglichkeit? Sammle du weiter die Minikits. Ja, ich sammle die Münzen. Gut, das kann ich hoffe, yes, wir haben die Kanone eingenommen. Ich hoffe bloß, ich übersehe jetzt nichts. Was ist das hier hinten? Ach, da kriegt man auch ein Minikit oder so. Beim geteilten Bildschirm ist das scheiße. Kann man schlecht was übersehen, deswegen. Theoretisch kann man hier übelst cheaten. Mhm. Oh, beziehungsweise kann man keinen Trick anwenden. Was denn für einen? Wir können theoretisch die ganze Zeit das Teil da angreifen. Und wenn man das zerstört, da kann man sofort, werden sofort alle Gebäude, die sich da drauf befinden, zerstört. Aber das finde ich, macht nicht so riesen Spaß. Nee. Und man kann auch wow, nicht... Wow, das hast du es gesehen? Ich bin fast runtergefallen und habe mich noch mit Torbo gerettet. Und ich finde es auch nicht so schön, weil man kann nicht alle Münzen einsammeln. Ich habe 8 von diesen 10.
finde gerade keine. Man musst du mal weiter gucken. Lass mich am besten den ganzen anderen Scheiß machen. Ja, weil du, ich sag dir, ich habe noch nicht alle. Falls du die unbedingt sammeln willst und du weißt, wo die sind. Achso, und es könnte sein, dass wir nachher mal kurz gestört werden, also dass es bei mir an der Haustür klingelt. Wer ist denn das? Nein, keine Anzeichen. Ja, und halt, das kann sein. Alter, diesen Karton voll durch die Luft gezogen, geflogen, hätte zu sehen ist. Ich weiß, wie. Ja, jetzt hat er mein Fahrzeug kaputt gemacht. Du kannst ja auch längst größere Fahrzeuge nehmen. Ja, aber ich schnapp mir mal deins. Ich stirb's dran. Alter, scheiße. Hongos! Da ist noch eine blaue. Fick dich, Druiden! Ja, wir dürfen nicht so viele Schimpfen machen. Wieso? Stimmt, YouTube ist jetzt ein schönes Video. Ich such's noch. Na okay, auf jeden Fall habe ich jetzt 8 von diesen Kumpel. Alter, ihr Mongos. Und ich bin keinen mehr. Ich finde die, das haben sie eigentlich relativ viel gemacht mit diesen ganzen Schlachten, nur das erste Level haben sie, das ist ja das erste, wo man das mit sowas Taktik macht, aber da kann man halt nicht eigene Gebäude bauen, das finde ich ein bisschen scheiße. Ja, das ist der Multiplayer-Titel. Das ist nicht wirklich Taktik, was man hier macht, sondern ja, einfach nur... Ja, aber der Multiplayer-Teil ist halt Taktik. Es gibt, das kann man halt dann als Multiplayer-Teil spielen für die Leute, die das Spiel nicht haben. Wow! Suche. Mir fehlen noch 2 von den Teilen. Ich finde sie nicht. Ah, ich habe eins gefunden. Hast du eigentlich alle gefunden? Nein. Mir fehlt noch eins. Das ist scheiße. Ja, irgendwie ist das hell. Irgendwie haben es ja auch komisch gemacht, dass die Münzenanzeige genau dort ist, wo auch die andere Anzeige ist. Wir haben hier gerade auch ein bisschen viel Leere, weil wir gerade nicht labern in der Spur. Das ist so cool. Du ja. Und nicht labern, das ist ein Witz, oder? Ja, ein schlechter. Es stand hier in der Mitte. Das heißt, das andere muss hier auch irgendwo in der Mitte sein. Junge! Ich will nicht absteigen. Ja, ich will rein. Du hast abgeschossen. Außerdem kannst du da nicht rein, weil da eine Schutzschicht umgeben ist. Ja, ich will ja nicht da rein fliegen. Ich würde ja vorbeifliegen. Wir wurden ja abgeschossen. Ah, du bist der Schwarze. Hättest jetzt was Schönes gesagt, Junge. Ey, hier ist was zusammenbauen. Kann ich das machen? Ja, von mir aus. Können wir sowieso nicht betätigen, weil wir keinen Astromech-Ruin haben. Ja, aber es gibt uns nichts. Nämlich eine blau. Und ich meine, das lohnt sich. In diesem Level gibt es nicht viele Münzen. Würde ich mal sagen. Können wir eigentlich auch unsere Gebäude zerstören? Nein. Lol, ich sehe gerade überhaupt gar nicht mich. Kleiner Fail. Der Kameraeinstellung. Ich denke, die ganze Zeit Münzen kommen auf mein Konto, aber das sind Münzen klein. Warum denkst du, dass sie auf dein Konto kommen? Ja, weil ich auf der linken Seite bin. Na und? Aber du bist der zweite Spieler und deswegen... Ja, deswegen bin ich jetzt... Ich weiß. Was machen wir jetzt erstmal? Die Gegner auch schon Gebäude zerstören hier. Na, das mache ich schon die ganze Zeit. Ja, ich finde das 9. Teil nicht, das letzte Teil nicht, also... Ach, da guck ich mal danach. Ich ja, glaube, ich kenne mich ja ein bisschen mehr aus als du. Ey, wir müssen 3 von diesen komischen Dingern zerstören. Ach, stimmt ja, das war ja auch eine Aufgabe. Ja, warte, das mache ich. Und ich kämpfe mal hier gegen Superkampfdruiden, dass ich total scheiße finde, weil die Viecher kacke schwer sind. Ich finde immer noch, der Trick ist geil mit seinem Laserschwert werfen. Das haben sie richtig gut gemacht. Ja, habe ich auch gelesen. Alter, die fliegen hier gegen die Wand, wie brutal. Ja, nichts für kleine Kinder. Also, hast du das Dente schon gefunden? Nein. Ich such's gerade. Also, ich finde es nicht. Hier ist nicht finden. Haben wir eigentlich Klone? Doch, hier ist ein 10. Aber das ist. Kannst du nur mit der dunklen Macht bestimmen. Scheiße, haben wir nicht.
Ja, kacke. Nee, das ist völlig anders. Da kommt auch ein Medikit raus. Hat auch nichts damit zu tun. Und da darfst du ständig in diese. Ups, Fail von mir. Du darfst dich ständig in diese anderen Stützpunkte rein. Wieso? Wo eine Schutzkugel drin ist, weil du wirst da, dein Fahrzeug wurde da weggenommen. Weil du nur zu Fuß reingehen kannst. Ach so. Da muss man erstmal das Schutzschild ausschalten. Ach, du hast ja schon alles gekillt. Aber wir brauchen 3 von diesen Windschnitten oder von diesen Spinnen. Und jetzt sind hier keine mehr. Toll, toll. Die kommen irgendwann. Es sei denn, du hast das Gebäude zerstört. Ich hab's noch nicht zerstört. Ich hab gar kein Gebäude zerstört. Da müssen auch irgendwo welche sein. Fail schon wieder. Mann, die Kamera schon einstellen. Das ist ein bisschen scheiße. Aber nur ein bisschen. Die Musik ist gerade gut. Kannst du zwar leider nicht hören, aber die ist gut. Ich hole sie dann nachher. Wenn ich mir das Video nochmal angucke. Was ich immer drin mache. Nicht immer, aber. Weiter was? Ich weiß nicht, ob ihr die Buttons eigentlich hört oder nicht. Ach, man kriegt da Münzen, wenn man die abkommt. Ich hole mal ein besseres Fahrzeug hier. Kriegt man gar keine Leben. Ja, okay, 3 können wir nicht mehr zerstören. Müssten aber eigentlich noch. Weil ich habe das Gebäude nicht zerstört. Oh, vielleicht doch. Bestimmt habe ich es zerstört. Naja, scheiß drauf. Und jetzt gehen wir da rein, oder was? Na, jetzt mache ich das erstmal Schutzschild aus. Also damit wir da rein können. Ja, logisch. Da rein. Nein, nicht das abknallen, das ist zu leicht. Das macht ja keinen Spaß. Du kannst es zwar abknallen, aber dann werden alle Gebäude zerstört. Achso, das ist das, was du meintest. Ja. Da kriegt man aber auch weniger Münzen, logischerweise. Ne, da kann man sie nicht alle einsammeln. Ja. Weil alle zerstört werden. Pass auf, das sind Münzen. Pass auf, das sind Ruinen. Übrigens, dein Fahrzeug wurde gerade zerstört. Ha! Ja, habe ich auch gerade geschmeckt. Alter, warum gibt es ja gerade nur diese Panzer? Wir brauchen den. Max Game. Warum was anderes? Ah, da ist es ja. Oh, das ist ein bisschen zu langsam. Naja. Part geht schon 12 Minuten. Na und? Wir haben immer jetzt. Ich kann 20 Minuten Parts machen. Mit meinem schlechten Internet. Dauert ja nur 3 Stunden ein Video. Ich habe übrigens gerade dein Fahrzeug zerstört. Bei mir dauert es 4 Stunden lang ein Video zu machen. Falls ihr mal mein Internet mitleiten müsst. Okay. Hä, wieso hast du da oben hingelegt? Weil ich unsterblich bin mit dem was? Fahrzeug. Kann das nicht kaputt gehen? Das kann nicht kaputt gehen, weil es ein Hyperfahrzeug ist. Lol. Oder wie man es auch nennt. Ein bisschen überpowered. Ah, das ist auch ein bisschen schwer zu denken. Das schießt zu mir. Warte, ich komme mal noch. Ich komme geflogen. Aber damit kannst du nicht alle Monster sein, oder? Alter, musstest du nicht jetzt zerstören? Na, was hörst du mir? Was hörst du mir in den Arsch rein? Ich bin gerade unter dir ein. Scheiße! Was ich auch gut finde, man kann mit den Fahrzeugen 2 Aktionen gleichzeitig machen. Hä? Na, ich kann immer, ich kann mit den 4 Kanonen da gerade schießen und mit der großen Kanone kann ich auch was machen. Lol. Nice. Ja. Kann ich auch gleichzeitig machen. Aber dass das Teil unschwer beschäftigt ist, ich gar nicht. Ist der Level jetzt schon danach zu Ende oder geht es noch weiter? Nee, ist danach zu Ende. Und es ist nicht immer unsterblich, wenn du zum Beispiel eine Klippe runter fährst, dann bist du auch tot. Aber ich kenne keinen Blödfrosch, der das hier gemacht hat. Obwohl, du würdest es bestimmt so als fertig bringen. Hm. Alter, jetzt gehen da 2 und ich als Frosch komme nicht durch. Weil ich nicht in die Klemme. Warum nennst du den eigentlich immer Frosch? Weil der Frosch aussieht. Das sieht doch nicht wie ein Frosch aus. Oh, bin ich vielleicht blind? Die sterben hier alle.
Ah, da kriegt man ja auch Münzen. Aber wir haben ja schon längst Wara hier, die also. Und ich hab's noch richtig ausgesprochen. Darf ich mich jetzt loben? Na, dann können wir auch gleich die Mitte zerstören. Wieso? Ach so, ja. Den Part nicht unnötig in die Länge ziehen, weil er eh viel zu lange hochladen. Da kommen wir ein bisschen in Warte, ich hole mir noch ein schnelles Fahrzeug wegen Münzen. Oh. Na, das ist eine Verarschung dann wiederum. Wir können dann auch ein bisschen den Raumschiff rumzeigen und so. Ja, aber in diesem Part schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt ist das schon 15 Minuten lang und so. Der ist schon länger, aber ich habe den Counter später gestartet. Musst du bedenken. Alter, da muss es jetzt ziehen. Ich meine, die Druiden haben auch können auch erstmal mehr. Ja. Vielleicht ist es dein Verwandter. Oh. Vor allem so ein Typ, der hat da nur so einen weiten Bart und keine Haare auf dem Kopf, aber so wie so. Das ist Ki-Adi-Mundi, das ist ein Jedi. Und wie logisch, wenn er ein Laserschwert hat. Ja, er kann es ja auch geklaut haben. Oder ein Palawan sein. Ja. Kit Adi Mundi. Hab ich da gesagt? Savage und Press haben hast du ja freigeschaltet. Ja. Gescheatet, frei gescheatet. Freigescheatet. Freigescheatet. Und das Wort muss ich mir merken. Wir haben jetzt schon 400.000 fast. Oh ja, ganz knapp. Mach nicht meine Kopfhörer kaputt. Die haben immer noch 12 Euro gekostet, immerhin. Und jetzt haben wir den sechsten Level. Hä, den sechsten Level? Nee. Man kriegt ja zwei. Wir haben. Auch bei den anderen haben wir auch schon Münzen frei. Wahre Jedi freigeschaltet. Also, man kriegt da mal einen Stein, wenn man. Ja. Wahre Jedi ist auch. Okay. Sag mal, du hast das Spiel schon mal durchgespielt. Ja, wirklich nicht ganz. Wir haben die extra. Wir haben jetzt 9% und da sieht man auch, der Part geht hier schon genau 15 Minuten, 16 Minuten. Und es lädt! Junge! Entschuldigung. Back! Und die goldenen Steine, da kriegt man, kann man irgendwo ein Raumschiff dann zusammenbauen und in weitere Abteile reingehen. Es gibt dann auch noch ein böses so. Raumschiff. Ja, aber da können wir noch nicht hin, oder? Nein, noch nicht. Da müssen wir erst ein anderes Teil. Und auf dem bösen Raumschiff, das ist die Mellowance von General Grievous. Ja, das werden wir euch dann auch noch später zeigen. Und jetzt will ich euch noch erstmal was zeigen. Alter, ich hab... Hier kann man seine eigenen Charaktere erstellen. Kaufen wir alles Charaktere. Man kann die jetzt schon erstellen. Scheiße, ja. Ich bin gestorben. Aber man kann sie nicht benutzen, wenn man erstmal die Story durchspielt. Ey, das ist ja scheiße. Nigga! Ja, und was muss man hier machen? Hier das kann man gar nicht. Hier kann man dann halt. Hier werden die Minikits gesammelt und dann. Ey, ich hab eine lila eine Münze! LOL! Dann werden da halt hier. Sorry. Die. Minikits gesammelt und werden dann Figuren draußen stehen, die man sich dann später kaufen kann. Wusstest du, dass man hier eine lila eine Münze kriegt? Ja, wie zum Beispiel Dark Cities und so. So, und ich glaube mal, das wäre es dann gewesen für diesen Part, oder? Ja, wir töten nochmal die Lieben. R2D2, ich fahre wieder runter, damit wir gleich den dritten Part beginnen können. Den sechsten Part. Kommst du unten? Im Dunkeln leuchten. Nein, ich hab's gekauft. Scheiße. Wollte ich auch nicht. Was ist denn das? Kaufen wir das auch alles so ab und zu frei? Möglicherweise. Es gibt auch doppeltes Laserschwert, aber das ist auf der Mellowlands. Ich kenne mich aus, nicht wahr? Hey, was ist Scheiße. Doppeltes Laserschwert? Was kriegst du da? Doppeltes Laserschwert? Nichts, oder was? Na, doppeltes Laserschwert, da hast du halt zwei Laserschwerter in der Hand. Jeder. Jeder. Lol. Das ist denn extra. Ja, okay. Das war's dann mit diesem Part. Tschüss und bis zum nächsten Part. Tschüss.